Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anderil. Und heute werden wir einen Toten töten. Mehr Rüstung brauche ich nicht, ziehen wir uns den Kohl rein. Der wird mich schon sättigen. Und dafür müssen wir in die Richtung zu einer Höhle. Frage ist nur hier, müssen wir in die Höhle oder ist er vor der Höhle? Weil wir haben kein Zeichen dafür, dass wir irgendwo reingehen müssen. Und ich schleiche jetzt absichtlich, weil ich da hinten irgendjemanden rumlaufen sehe. Es ist zwar nur ein Skelett, aber wir wissen, Skelette können auch ziemlich nervig sein. Zack! Fleischlose Verlorener. Wieso habt ihr so viel Leben? Wieso treffe ich euch nicht? Komm schon, kritischer. Dankeschön. Oh, da kommt aber jemand mit Fleisch. Ja, ohne Ausdauer machen wir natürlich weniger Schaden. Wir wollten erstmal Ausdauer regenerieren. Oh, die wissen nicht, wo wir sind. Wenn die das wüssten, wären die schon längst hergekommen. Aber die kommen hierher, weil die wissen, dass von hier aus die Schüsse kamen. Ah, ich bin schon wieder versteckt. Wir können noch Fleischlose, die übrigens auch keine Augen haben, sehen, wo ich bin. Weil die haben nur leere Hüllen, wo andere Augen haben. Ach, und du hast plötzlich weniger Leben als die, oder was? Nur weil du Fleisch hast. Ja klar, tu doch ein bisschen mehr weh, ne? Easy. Hm, reicht auch nicht mit Mana aus. Schade. Ich dachte, das funktioniert. So, ich darf leider keine Waffen mehr mitnehmen, die nichts wert sind. Eisbruch entdeckt. Amethyst, Dietriche, Bam, Feuersalze. Ich laufe, ich trage es wieder zu viel. Lammmantel, ich muss das aber alles mitnehmen. Stattdessen lassen wir irgendwas hier, was viel wiegt, wie zum Beispiel diese zwei Bögen. Deswegen auch die ich die immer mitgenommen habe, ich weiß es nicht. Ja, somit habe ich ein bisschen. Willst du mich ja nicht verarschen, du? Nein, nicht töten. Erwachter Verlorener. Du mich auch, Alter. Ja, gut, ich. Ja, du bist Kacke. Du bist echt eine Kacke. Regeneriert 22 Leben Energie, ne? Verschlimmert euer Kanistenfieber. So, schnell mal gespeichert. Wo ist der Hanswurst jetzt? Da bist du, Kleiner. Alter, hast du viel Leben. Fuck. Er ist doch fast tot. Oh. Er liegt am Boden. Fast hätte ich mich selbst geopfert. So. Oh, mieser Penner. Aber das nehme ich gerne mit. Auch wenn ich nicht mehr so viel tragen kann. Wir sollten etwas essen. Oder heilen wir uns? Nein. Wir haben doch Wurst bekommen. Wurst. Oh, hoffen wir mal, dass wir den Dicken töten können. Nicht haben wir ein Lilibit, ein kleines Problem. Der wird hier irgendwo auf dem Weg sein. Der ist auf jeden Fall auf dem Weg zu seinem Schiff.
Ja, es ging schnell. Hihihi. Die Erfahrung habe ich auch noch geholt. Hey, du lebst ja noch. Du bist umgekippt. Oh, kommst du nicht hoch, armes Tüftüft? Doch, kommt er. Ja, that was easy, würde ich glaube mal behaupten. Oh Gott, Gewicht. Warum? Ich muss mitnehmen. Muss. Wo ist die Leiche? Captain Blei. Festigt Lebensenergie. Feuerball. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe einen Plan. Und zwar. Dann. Okay, wir wiegen immer noch zu viel. Was haben wir denn hier so Schönes? Ein Eimer haben wir dabei. Wir haben zwei Hämmer dabei. Wir haben eine Fackel dabei. Wir haben. Ne, das brauchen wir noch. Ein massiver Schädel. Ein Pokal. Gut, der ist geklaut. Wir müssen einen Hehler besuchen. Wenn wir gleich zurück sind, definitiv irgendwie ein paar Sachen verkaufen. Zerstört das Buch. Ups. Verdammt. Wildpelz da. Gut. Gehen wir einfach querfeld ein und versuchen irgendwo runterzuspringen. Ja, das sieht auf jeden Fall runterspringmäßig aus. Wir müssen ein Stück zurück und dann springen wir einfach ins Wasser. Easy going. Und dann kommen wir ein anderes Mal wieder her. Muss man doch irgendwo runterspringen können. Nur für kleine Psychopathen wie mich. Springt er eigentlich rauf? Haha. Achso, wir laufen zurück. Ja, super. Okay. Laufen wir erstmal zurück und springen dann von der Brücke. Was soll's? Ist schon psychopathisch genug, oder? Von der Brücke zu springen. Und dann vielleicht schlafen gehen in der Bank. Um endlich mal ein paar Sachen verkaufen zu können. Weil bisher... Oh Gott, ist das geil da oben. Nein, das sieht so wichtig aus. Das sieht zu wichtig aus. Wir kommen ja wieder. Wir kommen ja wieder. Einfach immer daran denken. Habe ich dich getötet? Achso, klar. Und hier haben wir auch schon die Brücke. Zack. Was passiert, wenn wir hier dem Berg folgen? Okay, erstmal gar nichts, weil ich es verkackt habe. Und ich habe es wieder verkackt, weil ich nicht springen konnte. Ja gut, dann lass uns runter. Ist das dein Ernst? Du bist ja 2 mm gesprungen. Bricht er sich da halb das Knick bei. Gut, ich habe gespeichert. Alles gar kein Problem. Runde 2. Round 2. So, zack. Laufen wir einfach hier an der Seite vorbei. Vielleicht finden wir irgendwie Secrets. Wer weiß. Was die hier versteckt haben für mich. Hm. Okay. Dann halt nicht. Aber jeder Entwickler, auch Mod-Entwickler, verstecken Secrets. Irgendwo auf der Welt, wo man nie hinkommen würde. Deswegen ist das gar nicht mehr so verkehrt, dass wir hier rumlaufen. Aber scheint hier nichts zu geben. Ah. Super. Du hast dir doch gar nicht wehgetan. Du bist gerade von 2 mm gesprungen und hast dir das Genick gebrochen. Das tut dir plötzlich nicht weh. So, trautes Heim, Glück allein, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir da nochmal hingehen. Wenn wir schon mal in der Nähe sind. Und falls wir wieder 2 mm runterfallen. Hm? Oder wir gehen einfach durch den Felsen hindurch. Wo ist da?
Hallo. Ich glaube, es ist niemand zu Hause, ne? Naja, gratis Stuff. Haben wir einen neuen Eingang gefunden in die Stadt? Charim Shalate. Kasernviertel. Gibt's hier auch irgendwo ein hier Dingensbummens? Wegweiser? Nein, schade. Somit haben wir noch einen Kopfgeld. Gutes Deutsch, hinter uns. Noch eine Kopfgeldjagd hinter uns. Jetzt ergibt das mehr Sinn. So, wir brauchen einen Wegweiser. Madame? Das Einzige, was hier noch lebt, sind Wachen. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Wer hat das gesagt? Du? Nein. Oder eine Frau? Schreitet wohl. Ach so. Komische Gattestin, die nichts zu sagen hat. So, Wegweiser. Wegweiser. So, bringet mich bitte. Wo ist aber noch Felix Grab? Zum Marktplatz. Adlige, die mitten in der Nacht essen. Wieso auch nicht? Und du bist wahrscheinlich der Friedhof. Malfas-Tempel. Da gehen wir doch gerne mal rein, um zu gucken, was hier ist. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Oder Kyra gesehen. Schreitet wohl! Was? Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wegestreue, zu viel Kyrie. Na gut, hier scheint nichts zu sein. Den die Menschen lesen. Das gehen wir raus. Schade, ich habe eigentlich gehofft, dass wir irgendwie sowas Interessantes finden. Eine Quest oder so. Du siehst noch auffällig aus, Dude. Wer oder was bist du? Ein Arbeiter. Hast du Wegweiser gesehen? Wahrscheinlich ist das hier sowieso der Marktplatz. Ich lasse mich nicht vom Spiel verarschen. Ich wusste es. Wenn ich einen Wegweiser finde, dann ist das der Marktplatz. Oder suche. Dann ist das der Marktplatz. Anders geht das gar nicht. Weil das Spiel verarscht mich ja sowieso durchgehend. Warum also nicht komplett? Das ist hier die Frage. So, da ist der Typ mit seinem Brot. Hast du mittlerweile was Neues? Nein. Er singt anscheinend nur, wenn er Brot in der Hand hat. So, 380. Hui. Kurz vorm Level Up. Der Vatyr Sexu versteckt sich im Düstertal. Es handelt sich um einen besonders bösartigen und gerissenen Vatyr, der immer wieder Reisende zur Schneefelsentaverne überfällt. Für sein Ableben sind 470 in der Rela Groschen ausgerollt. Ja, gib mir. Gib mir! Und es wird Tag. Er kommt heran und leert die Becher 15 Mal soll es geschehen. Und wir fangen an. Okay, kein Brot im Hand. Einmal nur der Freude wegen. Ich muss Sachen verkaufen. Dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen. Was bist du? Promishütte. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Oh, ich muss aber Sachen dringend verkaufen. Ich weiß nicht, wieso hier, wieso hängt hier ein Zettel? Notiz. Interesse an diesem Haus? Dann ersucht eine Audienz bei Silrin und Freunde der Bank, bei der euer Geld sicher ist. Soll ich auch noch Geld ausgeben oder was? Kannst du knicken? Ich klau lieber Lauch. Yeah, mein Lauch. Konto der goldenen Sichel. Ich muss ehrlich gesagt, muss ich tagsüber herkommen, mal die ganzen Gebäude abklappern. Bitte. Schreitet wohl!
gehen wir hier entlang. Vielleicht finden wir irgendwo ein Bett. Fremdenviertel, das hört sich schon für mich so an, als wäre da irgendwo, wo wir schlafen können. Ich meine, da gehen die Fremden hin. Wo Fremde hier sind, sind auch Betten, wo Fremde schlafen können. Das ist doch der Sinn von Fremden. Dass sie irgendwo schlafen können. Jupp, ich bin mir zu 100%ig sicher. Mit gezogener Waffe bewegt ihr euch langsamer, wer jetzt gedacht. Hm? So, was bist du? Zum tanzenden Nomaden, da können wir bestimmt schlafen. Ich meine, er ist offen immerhin. Für Fremde zugänglich. Nur Arbeiter. Geht weiter. Wieso sieht's hier so scheiße aus? Oh? Ah, hier wird gespielt. Moment mal. Ihr seid doch Fremdländer, oder? Ach du Scheiße, siehst du scheiße aus. Ist das so offensichtlich? Nur wenn man weiß, worauf man achten muss. Ich habe selbst fremdländisches Blut in mir. Baal Hesse, erfreut eure Bekanntschaft zu machen. Sagt Fremdländer, wenn ihr neu hier seid, sucht ihr vielleicht Arbeit? Ich bin selbst nicht von hier und suche eine tatkräftige Hand. Was wollt ihr von mir? Ich will, dass ihr etwas für mich findet. Wisst ihr? Ich bin Heiler. Genau wie mein Vater und mein Großvater auch. So siehst du auch aus. Als mein Großvater nach Enderal kam, tat er das im Auftrag einer Arka-Edelfrau. Eine noble Dame, die die Wissenschaft und die Heilkunst zu schätzen wusste. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Großvater verbrachte einen Großteil seines Lebens in einer alten Festung nahe dem zerstörten Dorf Nebelheim, gemeinsam mit einem guten Dutzend anderer Apothekarii. Mein Vater sollte damals in seine Fußstapfen treten, aber bevor er eine Chance dazu hatte, brach die Pilzplage aus. Die Pilzplage, meint ihr die Verseuchung des Flüsterwaldes? Die meine ich, ja. Hatte das mit den Forschungen zu tun? Das ist die Frage, die ich mir ebenfalls stelle. Wie ihr euch denken könnt, sind ihr bereits mehrere nachgegangen. Und offiziell heißt es nein. Die Pilzplage war ein magisches Phänomen. Ein Fluch, wie die Bauern sagen, mehr nicht. Ich glaube aber, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe in den letzten 5 Jahren Nachforschungen angestellt. Und mittlerweile glaube ich, die Plage wurde absichtlich herbeigeführt. Oh, was du nicht sagst. Absichtlich herbeigeführt? Warum sollte jemand willentlich einen ganzen Landstrich verpesten? Das sollt ihr für mich herausfinden. Reist zur alten Festung nahe Nebelheim. Dort haben wir damals geforscht. Und wenn ihr eine Antwort für mich findet, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Und warum ist euch diese ganze Sache so wichtig? Weil ich es verstehen will. Wisst ihr, wir Arasealer glauben an die Ahnenschuld. Und wenn mein Großvater etwas mit dieser Katastrophe zu tun hatte, dann trage auch ich einen Teil der Verantwortung. Außerdem glaube ich, dass ich, wenn ich nur Zugriff auf die Proben hätte, einiges erreichen könnte. Der Pilz ist weitaus mächtiger, als die hiesigen Apothekarii glauben. Er kann töten, ja, aber er kann auch heilen. Meinem Vater war das einerlei. Aber ich bin anders. Und wenn es eines gibt, das ich in meinem Leben noch erreichen will, dann ist es... Dann ist es Klarheit. Warum gehst du nicht einfach selber hin? Schaut mich an. Dann habt ihr die Antwort. Erwähnenswert ist wohl auch noch, dass seit diesem roten Wahnsinn gefühlte Armeen verunglückter Wanderer den Flüsterwald jetzt als Verlorene durchstreifen. Es ist zu gefährlich, um es auf den Punkt zu bringen. Naja. Deswegen wird es auch nicht zu eurem Nachteil sein, wenn ihr mir helft. Na, irgendwann
es dann aber auch mal wieder. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wie komme ich zu dieser Festung und wonach soll ich dort suchen? Nach Aufzeichnungen, Proben und allem anderen, was von Relevanz sein könnte. Seht euch einfach um. Hier, ich markiere euch die Festung auf eurer Karte. Am besten nehmt ihr den Myraden nach Nebelheim. Im alten Hafen dort findet ihr das Haus, in dem mein Großvater gelebt hat. Und dort, in einer alten Kommode, sollte sich auch noch der Schlüssel für die Festung befinden. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr das Material habt, treffen wir uns in der Unterstadt am Wasserberg. Dort ist mein Labor. Und danke. Wirklich. Naja, verreck du nur nicht. Ich will Geld. Hingepackt. Malfas zum Gruß. Ich suche eine Bleibe für die Nacht. Ist noch was frei? Klar gibt's ein Zimmer. Es ist kein arker Adelszimmer, aber warm und lausfrei. Ich nehme es. Gut, wir lassen den Raum aufsperren. Und bitte, dreht keine krummen Dinger, in Ordnung? Wir achten hier den rechten Weg und wollen keinen Ärger. Geht klar, Chef. Sichere Straßen. Jemand Interessantes noch hier? Wie böse wirst du, wenn ich hier anspreche? Hallo? Ina, nicht gut. Verzeiht. BTF? Ina, nicht gut. Verzeiht. Oh mein Gott, dieser Akzent. Interella Krüstenbrot. Darf ich das haben? Oh ja, klar. Heute Met im Angebot. So, ich würde sagen, ich gehe hier schlafen. Dann sehen wir uns morgen nämlich wieder. Na, wenn das nicht mal ein Fremdländer. Wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? Ich will gar nicht wissen, was sie hier macht. Ich will es gar nicht wissen. Das nennt man nicht mal Hinterzimmer. Das nennt man Keller. Hingepackt. Nein. Naja. So, Zeit zum Schlafen gehen. Oh. Schleichen. Sauber. Lehrlingsbuch schleichen. Okay, verkaufen wir. Gar kein Problem, easy. Ist das mein Bettchen? Ja, ich krieg so ein einzelnes Bett oder was? Da will ich so ein bisschen was zu essen. Oder auch nicht. Ist alles fake. Gut, wir schlafen mal so 6 Stunden und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und dann ist alles verkauft und alle freuen sich, weil wir alles verkauft haben. Haut rein, euer Zero und tschüss.